Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Netflix. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Medienbranche tätig. Und bisher gibt es noch keine Dividende für die Aktionäre. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Also in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 63% angestiegen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei 80% sogar und damit vergebe ich hier insgesamt 1,5 Punkte von 2 möglichen Punkten. Dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und in den letzten 5 Jahren ist der Cashflow im Durchschnitt pro Jahr um 21% nach oben gegangen. Und auch dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei 42%. Und damit gibt es hier von mir ebenfalls 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um 24% angestiegen. Und auch dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei 25% und damit leicht besser als in den letzten 5 Jahren. Und daher vergebe ich hier ebenfalls 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und zwischen 2021 und 2025 soll der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 10% nach oben gehen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und daher gibt es hier von mir 1 Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und von Also zwischen 2021 und 2025 soll der Cashflow im Durchschnitt pro Jahr um 74% nach oben gehen und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen und daher vergebe ich hier 2 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll der Umsatz zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr und 9% ansteigen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir im dritten Kriterium sehen und daher vergebe ich hier 1 Punkt. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren und hier hat sich die Schuldenquote unterm Strich in den letzten 10 Jahren von 81% auf 63% verbessert und daher gibt es hier nochmal 1 Punkt von mir und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Netflix in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 9,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck und hier landet Netflix momentan mit den 9,5 erreichten Punkten hier auf dem 8. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier sehen wir aktuell noch das Aldi-Video vom letzten Jahr verlinkt und da sehen wir, dass Netflix hier 11,5 Punkte erreicht hat, damals noch, also vor circa einem Jahr im Wachstumscheck. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen, den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und hier sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist circa Anfang August 2022 und hier haben wir dann noch die gestrichene Linie auch noch und das ist der Fair Value bereinigt und also der faire Gewinn nach dem, also die faire Bewertung nach dem bereinigten Firmengewinn und hier sehen wir dann, dass aktuell der Kurs hier momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.